Hallo meine sehr verehrten Damen und Herren und willkommen zu diesem neuen Video von Minecraft Namenlos. Ja, in der letzten Folge haben wir das erste Windrad hergestellt und wir waren ja daran, den Pulverizer herzustellen. Dafür haben wir ein bisschen Glas gebraucht, und haben uns den Sand geholt. Und den schmelzen wir jetzt gerade mal durch, damit wir ein bisschen Glas bekommen. Einstweilen ordne ich hier mal wieder ein bisschen was in die Kisten ein. Da haben wir schon wieder so viel zusammenbekommen. So, dann das zählt noch zu den Erzen. Jawohl, also wobei, das brauchen wir noch. Ja, das können wir zurückgeben. Zack. Und in die Kiste können wir auch noch jede Menge einordnen. Das brauchen wir alles nicht gerade. So, das können wir auch da einstweilen reingeben. Ist ja nicht so schlimm. So, dann haben wir drei. Das vierte Glas haben wir auch durchgeschmolzen. Und wir wollten uns den Pulverizer gönnen. Und für... Ah, das Eisen fehlt uns jetzt. Toll. Das habe ich gerade weggelegt. Oder? Hatte ich keine Eisen mehr. Doch, da. Zack. Ist da noch Eisen drin? Nee. Aber wahrscheinlich kann ich noch was schmelzen. So. Zack, dann haben wir den Machine Frame auf jeden Fall schon mal. Dann Kupfer. Natürlich. 1, 2, 3. Okay, da brauchen wir noch ein bisschen mehr. Das Glas können wir mal rausholen. Da brauchen wir noch 2 Kupfer dazu. So, dann können wir schon mal ein Kopf hier craften. Dann können wir uns das auch schon craften. So. Und da haben wir 1 und 2. Danke dafür. Dann können wir uns hier das Zahnrad machen. Jawohl. Und sollten... Genau. Da haben wir auch schon den Pulverizer. Den stellen wir uns da oben hin. So, zack und zack. Den stellen wir uns daher. Und das Windrad stellen wir uns hier davor. Haben wir schon. Windrad, der bekommt Energie. Alles klar. So. Und wir machen uns wieder... wir machen uns noch ein paar Kisten, würde ich sagen. So. Damit wir auch wirklich alles unterbringen können. Da mach ich mal eine Doppelkiste draus. Und zack, zack. Und zwar sagen wir dem jetzt, der soll alles oben ausspucken. Da nix, da auch nix, da auch nix. Ah, da. Er soll alles oben ausspucken. Da auch nix. Nichts, bitte. Ach so, jetzt hat er nur das. Ah, orange Spice. Okay. Und der haut uns dann alles, was er gepulverized hat, in die Kiste hinein. Und da könnten wir eine Kiste hinmachen, die als Eingangschest dient. Sprich, okay, das wollte ich nicht. Zack. So, wir müssen uns auch wieder mal Holz holen. Ist auch schon eine Rarität. So, hier können wir den Input machen. Und jetzt können wir uns hier die ganzen Erze reinlegen. Zack, zack, zack. Jawohl. Mal hier noch ein Erz. Nein, ich glaube nicht. So. Und legen hier die Erze rein. Und was passiert? Der sollte sich jetzt eigentlich Auto-Input. Genau. So. Der holt sich die Erze von der Kiste. Macht die zu Pulver, also aus jedem Erz kommen 2 Pulver raus. Und dieses Pulver können wir einschmelzen und zu einem Ingot machen. Also aus einem Erz kriegen wir dann quasi 2 Ingots raus. Was natürlich sehr praktisch ist. Also wir verdoppeln somit unsere Erze quasi. Gut, so, was wollte ich... Genau, das Kupfer wollte ich da reinschmeißen. Gut, dann wollte ich mal schauen, was so Kabeln eigentlich kosten. Kabel von Mechanism hätte ich die ganz gerne.
Nein, das. Okay. Weiß nicht, Conduit vielleicht? Ja, genau. Da. Das ist aber von. Vom Mechanismus, ja. Ah, okay, ja, die sind ja eigentlich gar nicht so teuer. Copper und. Ah, Steel. Wie machen wir Steel? Wie craftet man sich Steel? Beziehungsweise, was brauchen wir eigentlich hierfür? Nein, das wollte ich. Brauche ich. Conductive Iron und Conduit Binder, okay. Schauen wir mal. Kupfer und. Das wollte ich. Crafting, Smelting. Okay, und wie kriege ich Steel Dust? Okay. Enriched Iron. Enriched Iron. Okay. Iron Ingot mit Kohle. Und das dann noch einmal mit Kohle versehen. Dann wird Steel Dust. Okay. Also brauchen wir hier eigentlich. Ja, gut, das ganze Redstone war halt jetzt umsonst, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Das ist nicht der Weltuntergang. Dann legen wir das mal hier rein und pulvern das mal hier durch, damit wir uns ein bisschen Stahl besorgen, damit wir Energiekabeln machen können und mehrere Geräte gleichzeitig mit einer Energiequelle, wie zum Beispiel dem Windrad oder eben diesem Heat Generator, versorgen können. So, zack. Ja, da ist noch genug Carbon drinnen. Gut. Was wir als nächstes anstreben können, ist ein Ofen. Ein Ofen, schauen wir mal. Was haben wir denn da? Der wäre ganz cool. Da brauchen wir Bricks, da brauchen wir Clay dazu, okay. Das ist aber jetzt nicht so das große Problem. Kupfer können wir auch. Brät ja da gerade durch. Ich glaube, das können wir uns sogar schon fast machen. Brauchen wir nur noch Clay. Den können wir uns irgendwie holen, schätze ich mal. Gut. Brauchen wir. Ah, Zinn. Zinn, 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 Zinn. Dann lassen wir nochmal schnell das da durchlaufen. Zuerst, das hat Vorrang. Schauen wir mal, was haben wir da drin. Okay, Cinnabar und Pulverized Gold. Das Gold können wir durchschmelzen. Haben wir noch ein bisschen Zinn? Irgendwo. Ein Zinn haben wir, egal. So, genau, da haben wir noch sowas. Dann können wir, zack, da können wir das Zinn reingeben. Und nochmal zwei, dann haben wir insgesamt vier. Dann sollte das schon hinhauen. So, die Copper Gears können wir uns so craften. 1, 2. Dann brauchen wir noch so eine Redstone Coil. Zack. Ja, das ist E-Glas. Passt. Okay. Dazu müssen wir noch kurz warten. Das letzte Zinn schmilzt schon durch, das wir brauchen. Aber es geht auch so, glaube ich. Wir haben ja schon ein Zinn im Inventar. Zack. Glücklicherweise haben wir natürlich auch das Glas da. Eisen brauchen wir noch. Wo habe ich denn das Eisen hingetan? Ist es da drinnen? Ja, da ist ein bisschen Eisen drin. 1, 2, 3, 4. Schmelzen wir das ausnahmsweise mal so durch. Hab keine Lust da jetzt zu warten, bis der Pulverizer fertig ist. Zack. Gut, die Bricks. Können wir die Bricks irgendwie anders craften? Oder irgendwie anders bekommen? Nein, schaut nicht so aus. Also wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen Clay. Dann lassen wir das mal ein bisschen arbeiten. Okay, und gehen mal kurz schlafen. Und dann schauen wir mal, ob wir noch schnell ein bisschen Clay bekommen. Sicher in dem Fluss da hinten, wo das Sand ist. Aber vielleicht gibt es ja auch schon ein bisschen näher was. Ein bisschen was von Clay. Vielleicht da irgendwo ganz unten. Stone. Limestone. Nein, schaut jetzt leider nicht danach aus. Was ist das?
Marble, nein, 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 nein. Okay, da müssen wir schauen, ob wir irgendwo Clay finden hier in der Nähe. Ich würde mal wieder Richtung Sand gehen. Was ist das? Okay. Ein Skelett, das können wir schnell platt machen, hoffentlich. Ja, brennt schon. Und tschüss. Ciao. Mit Au, tschüss mit Ü. So, schauen wir mal, ob wir hier vielleicht ein bisschen Clay haben. Fische haben wir auf jeden Fall. Nein, das ist nur Schlamm leider. Clay ist. Ach, komm schon. Okay, dann esse ich nochmal schnell ein bisschen was. Damit wir auch wieder ein bisschen regenerieren. Auf die Seerosen drauf und weiter geht's. So weit ist der Sand ja nicht entfernt, schon ein bisschen, aber nicht allzu weit. Möchte ich jetzt mal behaupten. So. Oh, was machst du denn da draußen, du Fisch? Der Lachs hat sich vertschüsst. Ist ein bisschen zu weit gesprungen. So, zack, zack, zack. Sind wir ja gleich dort. Schauen wir mal, ob wir dort Clay finden. Clay. Also Ton eigentlich. Auf Deutsch ist es Ton. Auf Englisch halt Clay. Upp. Nein, hör auf. Zack. Was haben wir denn da bekommen? Oh, ein Helm. Danke dafür. Brauchen wir nicht. Wir haben Eisenrüstung. So, tück, tück. So, tück. Weiter, weiter, weiter. Ein Endermann. Aber der ist noch ein bisschen zu stark für mich. Fürchte ich. Den werde ich nicht besiegen können. So, dann schauen wir mal. Da haben wir Sand. Upsi. Sand. Ist das Clay? Nein, das ist auch Sand. Schauen wir mal, ob wir irgendwo Clay hier finden in einem kleinen Fluss. Gravel. So Kies. Auf Deutsch. Oh, ein Hase. Wo ist der jetzt hin? Das ist einfach despawned, alles klar. Haben wir noch Sand auf jeden Fall. Ich bräuchte Ton. So Clay. Wo sind die Kühe? Oh, das ist keine Kuh. Dem wollen wir nicht zu nahe kommen. Vorne haben wir auch schon wieder ein anderes Biom, glaube ich. So, den Sand nehme ich auf jeden Fall mal mit. Vielleicht brauchen wir ja noch ein bisschen mehr Glas. Wahrscheinlich ziemlich sicher brauchen wir mehr Glas. Und das ist Marble. Gut. Also Marble. Kein. Nicht Marble. Marble. Oh, das sind Papageien hier. So, was ist das hier? Ein Salzblock, alles klar. Brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Ich hätte gern Clay, bitte. Bitte. Hallo. Kann ich bitte ein bisschen Clay haben? Bitte. Bitte. Ist das Clay? Nein, das ist Salzblöcke. Toll. Ach komm schon, das darf doch nicht wahr sein. Salz, Salz, Salz. Ah, Clay. Jawohl, da haben wir. Da haben wir ein bisschen Clay gefunden. Den bauen wir natürlich alles gleich ab. Zack, 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 zack. Geht eh eigentlich ganz zügig. Können wir eigentlich von Ender.io die Conduits dann aufmachen? Könnten wir. Ui, ich ertrinke. Nein, 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 nein. Uff, okay. Ja, welche Energie-Conduits ich dann schlussendlich mache, das weiß ich noch nicht genau. Das werden wir noch sehen. Aber ich glaube, anfangen tue ich eher mal mit denen vom Mechanismus, weil sie einfach billiger sind, glaube ich. Das muss ich mir noch anschauen, das weiß ich nicht genau. So. Haben wir ein bisschen Clay mitgenommen. Da haben wir noch ein bisschen was. Zack. So. Da setzen wir auch direkt mal wieder einen Wegpunkt her. So. Nehme ich mit Clay. Nein. Clay. So. Und. Kann ich das grau machen irgendwie? Nein, okay. Ja, dann machen wir das in dem da.
Ja, gut, passt. Hätten wir den Wegpunkt auch gesetzt. Upsi, habe ich jetzt F gedrückt. Nein, das wollte ich eigentlich nicht. Egal. Die offen nehme ich das da. So. Bisschen das Essen wieder. Und weiter geht's. Wieder Richtung Heimat. Wo ist denn meine Heimat? Da, in die Richtung. Ja, da haben wir es ja. So, zack, zack, zack. Sprung, Sprung, Sprung. Ah, und hier haben wir auch noch eine Kuh, die nehmen wir schnell mit. Zack. Okay, was ist mit dem Pferd hier los? Ich erlöse dich mal von deinem Leid. Es tut mir leid. Bitte nicht haten, Pferdefans, bitte nicht. Okay, weg von mir. So, ein bisschen Wolle abstauben von den Ziegen hier auch. Kann man machen. Oh. Was ist da gestorben? Weiß ich nicht genau. Eine Libelle haben wir hier. Cool. Ich finde das cool, dass das, also dass das in dem Modpack eben so belebt ist, die Welt. Mit so vielen Tieren. So viele verschiedene Tiere vor allem. So, wir gehen noch schnell nach Hause. Oh, da ist wieder ein Nest. Brauchen wir aber jetzt nicht unbedingt. So, zack, zack, zack. Hier entlang. Wir wissen zumindest, wo wir Sand und wo wir Clay herbekommen. So. Zack, zack, zack. So, da haben wir auch schon die großen Berge wieder vor uns. Ein bisschen mehr in die Richtung, das nehme ich auch nochmal schnell mit. So. Zack, zack, zack. Und jetzt sind wir eh gleich wieder zu Hause. Da über dem Berg. Nein, da. Durch. Ach, diese blöde Höhle. Darf doch nicht wahr sein hier. So, da durch das Wasser durch und über den Hügel drüber und wir sind schon wieder zu Hause. Jawohl, zack. Können noch ein bisschen was essen. Da müssen wir auch schon, da sind wir schon wieder ein bisschen. Naja, 14 Fleisch geht noch, aber müssen wir schauen, dass wir uns bald mal wieder was Neues hier besorgen. So. Zack. Sehen wir auch schon das Windrad von uns. Unsere kleine Stromquelle. So, den Redstone Furnace würde ich ganz gerne nochmal schnell craften. So, da können wir ein bisschen was rausnehmen. So, das brauche ich im Moment nicht. So, lassen wir noch 3 durchschmelzen. So, in 2 können wir da die Wolle rein. Das können wir weg damit. Weg, weg, weg. So. Gut. Ah, in 2 müsste das auch schon fertig sein. Dann kann ich das nochmal reinlegen. Dann haben wir auch ein bisschen Stahl. Dann können wir uns auch schon die Conduits machen. Also die Energiedinger. Und in 2 ist hier der Zinn schon ein bisschen durchgerattert. So. Ach, wir brauchen ja 8 eigentlich. Also 1, 2, 3, 4. Upsi. Nein. Schauen wir mal. Kriegen wir wirklich nur einen Stein raus? Ja, okay. Also wir brauchen nochmal so viel. 1, 2, 3, 4. So. Und weiter geht's. Haben wir eigentlich schon... Sonst haben wir eigentlich alles, glaube ich, oder? Ja, das haben wir alles schon gecraftet. Müssen wir noch kurz warten, bis die durchgeschmolzen sind. So. Muss mal kurz strecken. So. Deswegen kann ich da noch ein bisschen was weglegen. Das brauchen wir nicht dabei. Das brauchen wir auch nicht. Weg damit. Den Helm können wir überhaupt wegwerfen. Leder haben wir wieder ein bisschen was dazu bekommen. Lass uns das mal schnell ordnen. Zack.
Zack, ein bisschen Essen noch. Gut. Mittlerweile sind die auch durch. Können wir uns das auch machen? So, und... Oh, der Machine Frame. Habe ich den... Ah, ich habe kein Eisen gehabt. Stimmt. Machine Frame muss ich auch noch schnell craften. Jawohl. Zack, durchgecraftet. Und jetzt haben wir den Furnace. So, der Vorteil von diesem Ofen ist jetzt, dass wir machen... Also, wir können den da drüber stellen. Ja, dann werde ich da drüber stellen. So, nein, das wollte ich nicht. Nein, ich will den da platzieren. Ach. Komm schon. Ofen enttäuscht mich nicht. So, jetzt haben wir es. Ja, egal, der ist jetzt falsch gedreht. Das macht aber nicht so viel. Den Output hätte ich gerne oben. Den Input eh von unten. Automatisch rein, automatisch rausziehen. Dann können wir hier eine Kiste abbauen. Dann gleich beides abgebaut. Ich hoffe nicht. Nein. Okay. So, die Kiste können wir uns nehmen. Und die stellen wir jetzt einfach mal hier dran. Und da haben wir den Output. Und da werden uns dann die fertigen Ingots ausgegeben. Aber zuerst müssen wir den noch mit Energie versorgen. Und ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Aber Achtung, bitte die Glocke aktivieren, sonst bekommt ihr keine Nachrichten. Und ich würde sagen, macht's gut. Bis dann, bis zum nächsten Mal und ciao.